mit jedem Schluck kommt da mir ein Schritt dazu. Und deswegen Kompliment an die Küche. Kompliment an die Küche, richtig. Hallo, liebe Whisky-Freunde. Hallo, Leute. Wir sind's wieder, eure Whisky-Tiger. Eure Whisky-Tiger. Waren wir noch nicht. Und wir haben heute in zweiter Hinsicht wieder was Besonderes für euch, nämlich erstens wieder mal ein zweites Geschenk von Christian the Malthead. Großartiger Typ, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Mega geil. Ein kleines Fläschchen. 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 Des Whiskys mit dem Namen Glendronach. Glendronach ist nämlich eine Drohne, die durch das Tal fliegt. Glendronach. Die zweite Besonderheit ist Cask Strength. Unser erster Whisky, den wir hier, glaube ich, für euch verköstigen. Cask Strength ist Englisch. Und heißt Fassstärke. Fassstärke. Also, ja, der hat ganze 54,7%. Ach, mit Kommazahl auch, ja. Mit Kommazahl auch, ja. Fassstärke heißt also, dass er nach der Fassreifung nicht mehr mit Wasser verdünnt wurde, sondern direkt ins. Direkt in die Flasche gewandert ist. Wir haben aber auch für den Fall, dass es uns übersehen erfordert, oder man empfiehlt auch bei Cask Strength durchaus, um die Aromen noch mal entfalten zu können, haben wir ein Utensil, so eine Pipette mit extra gekauftem Wasser. Ja, mit Evian, mit Quellwasser. Evian. Das, soll man auf jeden Fall dem Leitungswasser vorziehen, das ja meistens doch dann irgendwo kalkhaltig ist. Kalkig. Und den Geschmack kalkig. Etwas verzerrt des Whiskys. Deswegen haben wir hier uns für Evian entschieden. Evian. Genau, wir machen auch keine Werbung sonst. Wir kriegen auch kein Geld von Evian. Ne, Evian. Was gibt es hierzu zu sagen? Also, es ist ein Highland Single Malt Scotch. Batch 4 steht hier. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Es gibt bis Batch 8 davon. Ich habe letztens mal gegoogelt und ich habe Batch alles gefunden. Weiß nicht, du weißt es, ne? Ich habe alles gefunden, Batch 4 habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist denn Batch, Manfred? Ja, Batch ist, bedeutet, dass es eben aus einer geringen Anzahl von Fässern zusammengemixt wurde, das Zeug. Mhm. Also sonst hat man das bei großen Abfüllungen, sind es halt natürlich viele, viele Fässer, die dann zusammenfließen zu einem Whisky. Dann gibt es noch Single Cask. Da ist es eben aus einem Fass. Und hier sind es eine kleine, sozusagen das Zwischending, also eine kleine Anzahl von Fässern. Eingelaufen sind. Genau, es ist nicht kalt filtriert und auch Natural Color. Das finde ich beeindruckend, weil die Farbe ist wirklich stark und da schwimmen auch tatsächlich so Stückchen drin, was ja durch das Non-Chill-Filter ist. Das ist ja so. Ah, das ist genau, das ist ein Beispiel. Ja. Klar, man sieht das und denkt, ein bisschen ist es so hoch wie so eine Weihnachtsschneekugel, die man so schüttelt ja. Und dann fliegt so Schnee rum, aber das ist eigentlich gut, weil es echt noch einen Geschmack verspricht. Mach das nochmal auf. Wird ausschließlich gelagert in Oloroso. Und PX-Fässern, meine ich. PX? Also Pedro. Du brauchst Jimenez. Jimenez Granger. Jimenez? Jimenez. 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 Das ist schon ordentlich spannend, oder? Ja, der knallt schon mal im Geruch richtig. Ja. Der zischt einem den Nasenschleimhaut weg. Der beißt erstmal der Alkohol, ne? Ganz kräftig rein. Ja, genau. Wenn sich denn der Alkohol so ein bisschen mal lichtet. Ja. Kommt da schon so eine Sherry-Süße durch und so eine leichte Würzigkeit zum Anfang, würde ich sagen. Das ist so helle Früchte, Honig. Ein bisschen Honig, ja. Mhm. Ja. Ich finde sogar, Honig dominiert gerade so. Je mehr ich rieche, desto mehr Honig. Richtig. Desto mehr Honig. Sehr, sehr, sehr kräftig süß, auf jeden Fall. Mhm. Also Alkohol ist natürlich immer noch dominant, finde ich. Ja. Sticht da auch nicht rein. Ich schieße wie ein Pirat ins Rote Meer. So. Bisschen orangig oder mandarinig, ne? Ja, bisschen. Ein Stück weit. Eher mandarinig als orangig. Fair enough. Wollen wir probieren? Wir wollen. Ja, dann auf the Malthead. The Mad Malty Madhead. The Madhead. Auf the Madhead. Metalhead. Aua. Ja, der fickt erstmal. Ah, der, ja gut. Der ist erstmal viel. Da ist viel Alkohol dabei. Mhm. Uiuiui. Dann treten mir gleich schon die Augen. Da kommt aus den Augen wieder raus bei mir. Stimmt. Ach, der ist schon direkt wieder trinken.
Perpetuum mobile. Stimmt. Also im Mund hat das schon wehgetan durch den Alkohol. Mhm. Das klingt trotzdem so eine Süßigkeit durch, finde ich. Aber im Abgang fand ich ihn holzig auch. Ich ein bisschen Holz. Oh, das ist aber viel. Zu viel Wasser? Das ist viel, ja. Hättest du auch so viel? Nee, dann ich höre dich heraus, dass du auch viel willst. Mach mal selber. Ich glaube, ich will den einfach hier reinkippen. Ja, das ist ein gutes Verhältnis. Nee, ich würde jetzt mal so ein, zwei Tröpfchen Moppets hier mit reingeben. Ein Geruch für mich? Keine große Änderung bisher. Nee? Mhm. Für dich? Ein bisschen Gummi. Gummi. Ein bisschen Gummi kommt durch. Kondomgummi meinst du, nee, oder so? Nee, mehr so Gummiband. Autoreifengummi? Nee, mehr so Gummiband. Also ich finde es erstmal generell Fassstärke finde ich einfach cool, weil ich starken Alkohol gerne mag. Ich möchte den jetzt nochmal in den Mund nehmen. Gerne. Danke. Ich fand so ein bisschen Zimt hat durchgeschlagen. Zimt hat durchgeschlagen. Aber ein bisschen so, leicht dezent. Mhm. Oh, meine Nase ist schon ganz betäubt. Ja, echt? Fühlt sich an, als hätte ich jetzt eine Erkältung. Angenehm, holzig. Also jetzt schlägt mir hier eine krasse Würzigkeit entgegen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade nicht so richtig aufnahmefähig. Ja, ich bin nicht so richtig fit. Ich bin nicht fit genug. Also der Whisky würde eigentlich verdient einen fitteren Simon. Verdient einen wachen Simon. Ja, das nützt halt nichts jetzt. Aber wir suchen uns das ja nicht aus, wenn wir dieses Video. Wir können es nicht auswählen. Nee, das wird gut vom Management. Die sagen so, ja, dem Termin müsst ihr das machen. Und ja. Wir so, ja, okay. Chef. Ja, okay. Aber ich finde ihn schon cool. Wenn er im Mund ist, dann umspielt er meine Zunge mit so einer Mischung aus Aggressivität und Süße. Also weil ja. Der ist wirklich süß an der Zunge. Zuckerbrot und Peitsche. Genau. Wirklich, nicht schlecht gesagt. Also weil er ist aggressiv im Mund und er kämpft so ein bisschen dagegen, weil er so hart ist im Alkohol, aber er ist trotzdem süß und es ist eigentlich eine ganz geile Mischung. Ja, ja. Good Cop, Bad Cop, so ein bisschen. Ne? Ja, beides, ja. Genau. Er ist so ein bisschen beides. Und im Abgang auch, also er ist auf jeden Fall, er macht, klar, das ist natürlich auch der Alkohol, aber er geht schon ziemlich tief, also bis hierhin würde ich sagen, merke ich ihn. Und er macht so sehr viel Wärme, löst er aus in mir. Ja, kommen wir jetzt zum Rating, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ist das in einem Glas, das entweder halb voll oder halb leer ist? Was ist das? Lass es mal damit überlassen, oder? Du sagst halb voll oder halb leer? Ja, ist das Glas halb voll oder halb leer? Halb voll. Halb voll. Würde ich auch sagen. Also ist ein... Ich, trotz meiner Müdigkeit finde ich, das ist schon ein Prachtexemplar von einem Whisky. Der hat viel drauf und der befordert mich in meiner ja, Whisky-Novizentätigkeit. Ich bin auch immer noch, ich fühle mich auch immer noch als ein Whisky-Anfänger. Und ich möchte auch mein Leben lang ein Whisky-Anfänger bleiben. Ich glaube, das ist schön gesagt eigentlich, dass man sein Leben lang, ein lebenslanges Lernen, sagt man ja auch. Ich finde, was ich habe immer generell per Default so einen Respekt vor diesen Fassstärke-Whiskys, mhm, und denke mir, das ist ja was ganz Besonderes und was ganz Tolles. Mhm. Und das haben wir gerade auch irgendwie, glaube ich, beide wahrgenommen, dass wir halt erstmal überwältigt, Entschuldigung, sind von dieser Fassstärke und gleichzeitig aber das immer mit so was Positivem konnotieren. Mhm. Immer denken, oh okay, der ist halt komplex und so. Vielleicht ist manchmal, muss man auch vielleicht mal ein bisschen kritischer sein mit solchen Fassstärke-Whisky. Cool, also cooles Gerät, Christian, gut gemacht. Gute, ja, gute Auswahl. Eine Auswahl, cool. Cool. Wir freuen uns ja immer, dass ihr dabei seid und wir sind besonders dankbar, dass wir Geschenke bekommen haben von Christian über diese YouTube-Geschichte. Das ist eigentlich, also, das ist unser Ziel. Eigentlich ja. Haben wir vorher definiert, unser Ziel ist, mit diesem Kanal umsonst nicht, Whisky trinken zu können. Genau, umsonst Whisky trinken zu können, dass die Leute uns irgendwie Whiskys schenken. Okay, Leute, das war's wieder. Wir von uns, von den Whisky... Was machen wir denn überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Whisky, glaube ich, die waren am Anfang davon. Tiger! Haben wir die Whisky-Tiger? Tschüss! Bis bald!